Er liegt was im Böd, unten am Stein. Oh ja. Ah, wieder so ein Kreuz. Guck mal, was hier ist. Ja, hallöchen. Dann gibt jetzt aufs Maue! Robin Hood und Little John boxen um ihr Leben. Ude Lally, welch ein schöner Tag. Ude Lally, welch ein schöner Tag. Danke. Nehmen wir mal die Mutantenhaut, danke dafür. Jawohl, die brauche ich auch. Lebt, ja, atmet. Der noch einer atmet? Kann man nicht. So. Was haben wir? Ey, das ist die Wand mit den Kreuzen! Oh! Alter! Alter! Alter, was ist das? Guck mal, wie tief das runtergeht! Ja. Hast du dein Feuerzeug an? Mach mal den Feuerzeug aus. Das sieht doch schlimmer. Alter, wie krass das aussieht einfach nur. Jo, ist ein Seil nach unten. Ich würde, glaube, erstmal nicht runtergehen und erstmal oben gucken. Ja. Also die Höhle hier kenne ich tatsächlich nicht. Ey, hier liegt was. Ein Arm, Roboterarm. Oh, nice, Teil. Neues Teil. Also die Höhle hier kenne ich gar nicht. Na, ich weiß nicht, ob die mir noch was sagt. Okay. Liegt wieder Dynamit oder so. Cola-Dosen, nehm ich mit. Oh, da trinke ich gleich mal eine. Ich hoffe wieder irgendwas. Ja, diesen haufenweise Koffer. Mit Stoff. Ey, wo ein Baby in dem Koffer? In dem Koffer? Ey, das ist ganz viel. Ja. Auf dich springen Babys. Ja, das war auf mich gesprungen. Oh, nice. In dem Koffer ist ganz viel Stoff drin. Das ist geil. Das sind so Designer-Koffer, deshalb sind da so... Ja, so Louis Vuitton-Dinger. Ja, genau. Nice, ich liebe Stoff. Hallo. Und ich liebe schreiende kleine Babys. Seile, Dynamit, hängende halbe Leichen. Also wie groß sind diese Höhlen? Ey, da kann man klettern. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da kann man sich auch runterseilen. Ja, wo geht man jetzt erst hin? Ja, geht man jetzt erst die Wand runter und wenn man sich erst direkt runterseilen. Alter, ich wäre jetzt fast runtergefallen, Alter. Du hast mich fast in Tod hier schon. Na, wenn nicht, einer klettert runter auf dem Ding. Einer klettert und andere. Und ich lass mich hier runterseilen und gucke, wo ich hier hinkomme. Dann kletter euch mal. Ja, quasi. Ach du Scheiße. Hier musst du einen Sprungjump machen, sonst fällst du in die Tiefe. Alter. Wenn ich gleich tot bin, es war mir eine Ehre mit dir. Aliwuderji! Ich hab's geschafft. Tot. Ich bin drüben. Lass mich so, hier geht's jetzt nach oben und ich kann mich nach unten abseilen lassen. Alter, wie groß ist das hier? Alter, wie tief komm ich da? Hier liegt ein Böd. Hier liegt nur ein Böd. Wirklich nur ein Böd? Und dann jetzt weiter nach unten zum Klettern. Aber ich würde gerne die Böder haben. Ich guck mir das mal kurz an. Warte. Ob da irgendwas Wichtiges oder so ist. Oh mein Gott, ich wäre jetzt fast runtergestürzt. Wo ist das Böd, hä? Wir sehen uns auf der anderen Seite, Habi. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Guck mal, wo ich mich gerade runterseilen lasse. Alter, du bist auch ganz unten, oder? Ich bin, glaub, jetzt ganz unten. Ja, ich komme gerade auch runter. Nee, ich bin immer noch nicht ganz unten. Wieder, ja. Alter, wie tief! Das ist, glaube ich, die krasseste Höhle.
Du kannst ja auch nochmal hochklettern. Ja, jetzt auch nochmal zu dem Dings. Du bist noch weiter unten als ich, oder? Ist bei dir oben noch irgendwas? Na, nur das Bild war hier. Mehr nicht. Sogar weit bin ich. Alter. Ich komme hoch zu dir, mein Freund. Ich glaube, ich schaff das, wenn ich hier hochklettere, bin ich glaube bei dir. Hier ist ein Tennisschläger. Ich komme. Ach, beide. Ich komme. Was sind die? Warte mal, bin ich hier richtig bei dir? Ich habe einen Schrittzähler. Hä? Ja, hier bin ich. Hi. Hi. Da kommt gerade Mrs. Spider-Frau. Oh. Und da ist ein Tennisschläger und da ist ein Schrittzähler an der einen dran. Oh ja. Habe ich auch jetzt. Ja, bei der davon liegt ein Tennisschläger bei der guten Dame da. Wie ein Tennisschläger? Ein Tennisschläger, ich habe einen Tennisschläger. Kannst du damit kämpfen? Weiß ich nicht. Lass den nicht umnießen. Ich habe auch einen Tennisschläger. Wenn du dir jetzt noch gerne die Ball achten. Muss es gewesen sein, der ist down. Ja. Alter, die Frau hat irgendwie 50 Tennisbälle in sich drin. Siehst du das hier? Ja. Alter, wie groß ist das hier? Ich mache jetzt mal eine Taschenlampe an. Kombinieren, neue Batterien rein. Hi. Da sind noch ein paar Leute. Oh. Alter, wie groß ist das? Ohne Mist. Hey, ich dachte, du warst hier schon. Ich war ja noch nicht. Von wo bist du gekommen? Na, von da oben. Von hinter uns. Von hinter uns? Da kann... Warte, ich zeig's dir gleich. Lass mich... Ja. Ich schnitze euch alle weg hier. Der ist down, einer ist geflüchtet. Komm wieder runter, ja. Wo war's denn jetzt? Ja, hier bin ich hergekommen. Achso, du bist da vorne. Ey, mit der Taschenlampe ist das alles nochmal ein bisschen gruseliger. So, was haben wir hier? Geh schon davor. Naja, ich muss ja wissen, was hier ist. Na, wegen dem Böse, ich dachte, du willst mal zurück kurz. Ja, dann mal schöner, Tara. Oh, jetzt wieder ein Klamottenkoffer, jetzt bin ich dran. Ja, mach. Hab ich. Du hast ein Tennis-Outfit an. Geil. Cooles Gimmick. So, mehr ist jetzt dann bring ich nicht. Kurz hier ist ein Feuer. Ja, dann stellst du einen Sackgassen. Ja. Da können wir die eigentlich alle mal draufschmeißen. Könnte man, ja. Ja, ich bin jetzt Tennisspieler. Aber jetzt nichts anderes mehr. So. Wir können eigentlich weiter runter, oder? Na, willst du kurz das Bild noch holen? Ach, scheiß da unten drauf, du hast es doch. Na dann. Wo bist du hergekommen? Links jetzt. Hier links. Ach, von hier links bist du gekommen? Da, von der Wand. Ah, da okay. Da oben ist das Bild. Vor allem, wir sind jetzt hier den einen Weg lang gegangen. Wir können ja noch einen komplett anderen Weg lang gehen. Ja. Oder ist das das hier? Ne, was anderes? Ne, ne. Das hier ist ja nochmal so was. Ich war jetzt gerade... Boah, Alter. Ich führte noch ein anderes langes Seil lang. Hier kann man klettern. Ja, da bin ich aber hergekommen, da drüben. Da musst du nicht hin. Da bin ich quasi hergekommen. Ja, ja, ich bin von dem Klettern gekommen. Oh, Alter. Berg schon aufpassen. Ich denke immer, ich fahre hier runter, Alter. Ey, wir können ja auch unten oder wir können weiter nach da drüben klettern und runter. Ja, ich kletter jetzt hier erstmal wieder. Ey, wenn wir hier noch weiter rüber können, wir müssen ja nicht direkt runter, wir können ja erstmal. Na, dann geh du erstmal darüber, ich guck einmal hier runter. Weil das geht nicht direkt runter, hier kommt noch ein Vorsprung. Ja, hier liegt was. Eine Bibel. Ich habe eine Bibel gefunden. Bei mir jetzt nur gerade nach unten. Und hier gehst du nur hin, um die Bibel zu holen. Mehr kannst du ja nicht machen. Ja, ich komme runter die Bibel holen. Du kannst übrigens einfach drüber springen. Ja, du musst mal den Haken benutzen.
Echt? Schade. Ja, zumindest auf dem Rückweg. Hatten wir die Biber nicht schon oder hatten wir eine andere? Ich hab keine Ahnung. Ey, man kann auch direkt hochklettern, ja. Wieder da, wo du herkommst. Ah, okay. Ey, kann er bitte die Biber weglegen? Ich habe jetzt die Biber in der Hand. Echt? Kannst du sie weglegen? Ja. Ich habe sie nur noch in der Hand, da liegt sie nicht weg. Auch nicht, wenn du was anderes auswählst. Ah, doch, jetzt. Ja. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt ein schöner Fehler gewesen. Ich bin jetzt Heiliger. Ich bin jetzt ein richtiger Pazifist. Alter, wo kommen wir hin? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich sind wir gleich unten im Loch drin. Ich will schon kommen. Ich bin unten. Ja, ich komme gerade. Alter, mit der Taschenlampe sieht das so krass aus. Hier sind diese ersten dunklen Tore. Wie? Na, hier sind diese dunklen Toreingänge. Sind wir bei... hier sind Gegner. Sind wir nicht jetzt in der Höhle, wo wir... Sind wir in der zweiten Einrichtung? Ich hab keine Ahnung. Kann das sein? Wir müssen auf jeden Fall da, wo wir in der ersten Höhle waren. Da, wo wir einmal klettern konnten. Wo wir die Kletterhaken gefunden haben. Ja. Da konnten wir ja noch schwimmen. Und ich glaube, wenn wir da schwimmen können, ich glaube, da kommen wir zu den anderen Dingen. Alter, was ist das für eine Höhle? Das ist richtig heftig. Die ist einfach so brachial groß. Vor allem, wir sind jetzt den einen Weg, ja. Das ist der eine Weg. Wir konnten ja noch komplett den anderen gehen. Ja. Alter, wo sind... Hier geht's noch tiefer! Ja, wir gehen jetzt hier weiter erstmal. Wir nehmen jetzt den einen kompletten, da vorne. Müssen wir was aufsprengen, oder? Kann man durchgucken, nur. Sprengen kann man nicht. Okay. Ja, liegt was, ein Böd, unten am Stein. Oh ja. Ah, wieder so ein Kreuz. Guck mal, was hier ist. Ja, Hallöchen. Kann ich dich da durchhauen? Ja, du kannst, was ist denn das für einer? Du kannst bestimmt durchschießen. Das ist ein ganz anderer. Den kennen wir noch nicht, oder? Weiß ich nicht. Das ist ganz anderer. Ne, oder? Ja, rennt weg. Hab ihn schön angefuckert. Alter, gehen wir jetzt weiter runter oder gehen wir vielleicht doch nochmal komplett zurück und den anderen... Naja. Was ich... Ah, ne, Taucherflaschen. Ich dachte schon. Oh, vielleicht ist das aber ein Hinweis, dass hier der Taucherausrüstung kommt. Oder dass man hier tauchen muss, eins von beiden. Oder das, ja. Das kann natürlich auch sein. Dann haben wir ein Problem. Es ist das Zweitere. Wir müssen hier tauchen. Oh, scheiße. Ah, warte. Hier aus dem Weg. Oh, ich dachte jetzt schon. Hier aus dem Zelt. Vielleicht finden wir hier das Taucherteil. Ey, hier ist ein Ding, hier ist ein Bild. Kannst nicht greifen wegen dem Kopf. Ich hab's. Was ist denn das? Was steht denn da? Entrance. Höheneingang. Ja. Das ist eine Höhle. Aber das ist die wir, glaub ich, schon hatten. Kann sein. Hallo. Hi. Grüße euch. Habt ihr gerade geschlafen oder was? Wir haben entspannt. Alter, wo sind wir? Ich hab keine Ahnung. Das ist mir einfach alles, das ist viel zu riesig. Ey, ich trink, da ist schon wieder eine Holzwand, Alter. Wo sind wir? Vor allem schon wieder eine Holzwand. Hi. Oh. Grüße. Ey, da kommen die einfach nur noch weg, ja. Kann mir richtig leid tun. Pech. Warum sind ja jetzt schon wieder zwei? Ich sollte vielleicht mal mein Licht wieder anmachen. Ist gerade ein bisschen dunkel.